Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. So, 5:08 Uhr hämmer's morgens. Ich sollte nochmal zurück, damit wir dieses Problem vom Farim lösen können. Ärger mit der Miliz war da unser Quest. Wir sollen einen Milizionär finden, der einen guten Draht zu den Paladinen hat, damit man ihm wieder bisschen mehr Luft lost, was seine Fischerei angeht. Ich glaube, den Proviantmeister müssen wir dafür finden. Der müsste hier irgendwo sein. Da hinne könnte es sein. Ah ja, da ist ein Milizionär. Das könnte der sein. Darf ich durch? Offensichtlich. Okay, die denken wohl, dass man hier nicht besonders viel klauen kann, wenn hier überall Ritter sind. Somit hätten sie auch wahrscheinlich recht. Hey du, du Genau hast hier der. oben nichts zu suchen. Hier haben nur Paladine und wir von der Miliz Zutritt. So, ich mag trotzdem mit ihr Retter. Was gibt es denn hier oben? Du stehst hier im Proviantlager der königlichen Garde der Paladine. Ich bin hier der Proviantmeister und verantwortlich für den Paladin-Krempel, dass hier nichts abhanden kommt. Und du bist hier nicht erwünscht. Also behalte deine Finger bei dir. Sonst hack ich sie dir ab. Ja, immer dieser viele Paladin-Krempel, ne? Das ist schlimm, sowas. So wie Imperiumskram ständig zu machen, ne? Kannst du mir etwas von dem Paladin-Krempel verkaufen? Du willst was kaufen? Sagen wir mal so. Wenn du mich für den Ärger entschädigen kannst, dass den Paladinen mal wieder was abhanden gekommen ist, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Auf Elmol ist er korrupt. Solange der Proviantmeister sagt, dass es alles seine Richtigkeit hat, nicht. Verstehe. Auf Elmol ist er korrupt wie Zau. So, ah ja, genau, den kann ich auch sprechen da drauf. Der Fischer Farim hat Probleme mit der Miliz. Die Jungs bestehlen ihn ständig. Und was habe ich damit zu tun? Du hast einen gewissen Einfluss hier oben bei den Paladinen. Farim benötigt deinen Schutz. Er will dafür auch einen Teil von seinem Fang an dich abgeben. Verstehe, was du meinst. Fische. Als ob ich nicht schon genug Mist verwalten muss. Sag deinem Kumpel, er soll zu mir kommen und erzählen, wie das genau war mit der Miliz. Okay. Ich werde mich darum kümmern. Perfekt, dann hätten wir das erledigt, aber ich mag nur mal gucken, was er hat. Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. Ja, dann pass mal auf. Was kriege ich dann? Meisterdegen? Da brauche ich aber Geschicklichkeit davor, die ich nicht hab. Ein Runenschwert, da brauche ich Stärke wie Zau, genauso wie für die Riesenmachete. Langschwert habe ich auch nicht genug dafür. Heiliger Pfeil, das ist so ein Ding, was ich als Paladin verwenden kann dann später. Ein Ring der Magie mit Mana-Bonus, ein Kurzschwert der Miliz, das habe ich allerdings etwas Stärkeres schon. Ein edles Kurzschwert. 50. Habe ich sowas nicht schon? Ein Degen. Ein rostiges Schwert. Okay, 45-22, 45-22, okay, so Ding könnte ich mir theoretisch mal holen. Ist gar nicht mal so verkehrt. Edles Langschwert, das ist so Zeug, was ich schmiede kann, was ich selber machen kann. So, dafür habe ich aber die Stärke nicht. Dann hole ich mir mal so Ding und verkaufe mal andere Quatsch, wie sowas hier und wie ein Degen. Da habe ich halt einfach die Geschicklichkeit nicht davor. Wobei, ich kann den Degen auch behalten und kann hier erstmal so ein bisschen andere Quatsch verkaufen. Wie schwerer Ast, Jagdbogen behalten wir mal. Bogen kann ich verkaufen, hier das Beil kann ich verticken. Heiliger Pfeil, das ist halt auch schon was unglaublich Geiles. Aber das kann ich dann später als Paladin als Rune verwenden. Ist dann wesentlich cooler. So, du guter Martin. Er war ja nicht so weit entfernt hier, die Questlösung. Gerade nochmal gucke. Habe ich 12 Stärkepunkte zu wenig, oder für 9 und hierfür 9 Geschicklichkeit zu wenig. Aller Hopf. Farim, 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 Farim. Wo bist du dann? Huch. Kerl. Wo steckst du dann? Ärger mit der Miliz. Martin, der Proviantmeister, wird sich der Sache annehmen. Alles klar. Jetzt bräuchten wir nur noch unseren verlorenen Fischer. 6:18 Uhr Hämmers und der Sack ist nicht hier. Pennt der vielleicht noch? Ah, tatsächlich, du liegst da. So, Kerl. Verdammt, was ist... Das ist los. Hier, bitteschön. So. Ich habe die Lösung deiner Milizprobleme. Und, wie sieht die aus? Martin, der Proviantmeister der Paladine, will sich deine Geschichte von der Miliz und deinen Fischen anhören. Und du meinst, er kann dafür sorgen, dass mich die anderen der Miliz in Ruhe lassen? Ah jo. Hat er zumindest gesagt. Gut. Ich danke dir. Ich kann dir nicht viel geben. Aber warte.
Ich habe diesen seltsamen blauen Stein auf einer der Inseln vor Korinis gefunden. Aha. Ich glaube zwar nicht, dass er viel wert ist, aber jemand wie du kann ihn sicher gebrauchen. Ein Aquamarin habe ich gekriegt. So, es wäre außerdem noch ein Kinderspiel, sein Geldbeutel zu klauen. Deswegen machen wir hier mal Yankee 2 und schwätzen den Typ nochmal an. Ich will nämlich ein bisschen Taschendiebstahl noch machen. Also das System ist wesentlich besser gelöst als in Gothic Ends. So, und tatsächlich 11 Gold und 60 Erfahrung gibt's dafür. Sehr schön. Ja, es lohnt sich definitiv auch auf Geschicklichkeit zu skillen hier in Gothic 2, damit wir auch bessere Taschendiebstähler begehen können. Okay, das wäre dieses Problem Ärger mit der Miliz gelöst. Habe ich hier bei Erfüllte, glaube ich, damit dabei, ne? Wenn ich sie hier irgendwo finden würde. Aber es ist auf jeden Fall nämlich hier bei unsere normale Dinger dabei. Ich denke, es wird so allmählich auch Zeit, dass wir außerhalb von Korinis ein bisschen was erledigen. Wir sollten mal ein bisschen die Welt erkunden. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile gar nicht mehr so verkehrt. Mir hängen gerade mal gucken. Ja, eh noch ewig bis zum nächsten Level. Was wir noch machen könnten, wäre zu Lord André gehen und einfach mal gucken, ob wir da eventuell noch irgendwas machen können. Ob wir die Diebesgilde schon verpetzen können oder ob wir schon bei der Miliz aufgenommen werden können, weil dann kriegen wir auf jeden Fall bessere Sache. Ich meine, mit der Waffe ist immer noch so ein Ding. Unsere Stärke wird ja leider nicht erhöht. Aber wir kriegen dann die Milizklamotte, die durchaus besser sind. Wir haben jetzt derzeit Level 5. Ich denke, mit Stufe 5 wären wir berechtigt, bei der Miliz mitmachen zu dürfen. So, aber wir sollten auf jeden Fall nochmal Richtung Großbauer marschieren, um uns da einfach mal bei den Söldnern nochmal umzuhorchen, wenn wir noch keine Gilde arg hören. Ich meine, bisher gehören wir nur zu der inoffiziellen Diebesgilde und die zählt ja nicht so wirklich. So, da macht ein Hansel nochmal Morgentraining, wie es aussieht. Da sollte ich nochmal die Yankee 2 machen und das ist dann unser Ausbilder hier bei der Miliz. So, hallo? Was macht die Pflicht? Diese Burschen schwingen ihre Schwerter wie Bauern. Aber wenn ich mit ihnen fertig bin, wird jeder einzelne von ihnen ein zäher, harter Hund sein. Genau. Das ist dann der Typ, der uns Schwertkampf Einhand beibringt. Kannst du mich auch im Schwertkampf trainieren? Lord André hat angeordnet, dass wir hier jeden trainieren, der in der Lage ist, die Stadt zu verteidigen. Mhm. Das gilt allerdings nur für die Kampfausbildung. Alle anderen Arten von Training sind der Miliz vorbehalten. Okay. Kannst du wenigstens halbwegs mit einer Waffe umgehen? Ach jo. Ich denke schon. Na gut. Du kannst anfangen, wenn du bereit bist. Allerhaupt. Ja, die Vorteil, pipapo, das interessiert mich jetzt mal nicht. Lass uns mit dem Training beginnen. Also er kann mir sowohl Einhand als auch Zweihand für gewiss, bis zum gewissen Grad beibringen. Das ist schon mal nützlich. So, Lord André. Hallo. Und? Wegen der Diebesgilde. Ja. Okay, du kannst diese verpfeifen. Gut. Ich bin an der Sache dran. Gut. Halte mich auf dem Laufenden. Dann hier. Ich bin bereit, mich der Miliz anzuschließen. Dann bist du also Bürger von Korinis? Ja. Der Schmied hat mich als Lehrling aufgenommen. Harad, ich kenne ihn. Er arbeitet für uns. Er ist ein guter Mann. Wenn er sich für dich verbürgt, steht deiner Aufnahme bei der Miliz nichts mehr im Wege. Okay. Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst. Aber deine Entscheidung wird endgültig sein. Mhm. Wenn du einmal die Rüstung der Miliz trägst, kannst du sie nicht einfach ausziehen und gehörst nicht mehr dazu. Bist du bereit, mit uns gemeinsam für Innos und den König zu kämpfen? Ja, Sir. Aber lass mal erst mal. Ich bin mir noch nicht sicher. Solange deine Zweifel deiner Entscheidung im Wege stehen, kann ich dich nicht bei der Miliz aufnehmen. Okay. Gut, wie sieht's damit für Pfeife aus von Leuten? Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. So, was gibt's denn? Okay, da gibt's nix. Na gut, dann. Wir könnten theoretisch die Diebesgilde verpetzen und wir könnten theoretisch uns der Miliz anschließen. Ich mag jetzt aber noch zum Hof vom Großbauer Ona gehen und mag dann noch nicht zur Miliz gehören. Sonst heißt es so, warum so einsam hier, Milizionär? Und deswegen lassen wir das erstmal gut sein und gehen einfach mal als neutraler, gildenloser Typ dorthin. Und schauen mal, was wir da noch kriegen, weil wir können außerhalb noch ein bisschen was absahnen.
um uns mit einer Type Art zu legen, um Decks darum, die unser Steckbrief hin, brauchen wir definitiv bessere Rüstung, bessere Waffe. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall zur Miliz gehören, dass wir uns das leisten können, dort Tohuwabohu zu machen. Zusätzlich könnten wir... Moment. Wieso renne ich dann zum Großbauer schon? Ich könnte mich genauso gut nochmal um die Sache bei Jacks Leuchtturm kümmern. Da könnte man auch nochmal einen kleinen Abstecher hier machen. Dazu müssen wir ein bisschen in die Wildnis gehen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so die beste Idee ist zu dem Zeitpunkt mit meinem derzeitigen Equipment. Aber wir probieren es einfach mal. Versuch macht klug, um lieber mal angucken und die Lage checken. Dazu können wir auch noch ein bisschen Feuernessel und Feuerkraut pflücken. Und hier ist, glaube ich, noch Blauflieder, oder? Ja, Feuerwurzel sogar. Besser als gedacht. Da kann ich noch Heilpflanze holen. Das muss ich bei dem letzten Banditenmassaker irgendwie nicht mehr so gut gesehen haben, als ich heillos weggerannt bin. So, Heilwurzel, das ist das Höchste, was wir in Heilkraut finden. Das gibt dann 30 Lebenspunkte zurück, glaube ich. Södele, dann können wir dort den Feldweg hochhüpfen wie so ein Frosch und können dann da hochgehen. Da geht es nämlich Richtung Leuchtturm. So, das ist aber gleichzeitig auch Vorbereitungsgebiet fürs Add-on-Gebiet, weil hier die Steinkreise liegen, die wir später untersuchen sollen. So, ich glaube trotzdem, dass wir hier... Ja, genau, dahin ist der Leuchtturm. Da sind wir schon mal... Oh, oh, da ist ein wilde Wutz. Das sieht nicht so gut aus für uns. Komm her, du Wutzerich. Dich mache ich fertig mit meinem getreue Wolfsmesser. Ich glaube, das sind auch Gegner, die nur im Add-on vorkommen. Die gibt's im normalen Gothic 2, glaube ich, gar nicht. Alter Falter, ist das eine zähe Sau. Ja, oink. Dafür gibt es noch ein Keilerfell. Na, das ist natürlich nützlich. Dann süffeln wir mal so einen Trank, denn es ist Süffelzeit. Dann schmatze ich mal noch ein bisschen Fisch rein. Ah, derweil haben wir ja relativ viel Lebensenergie. Dann ist es noch ein bisschen Zeit für Fleisch. Surfen Turf macht fit. Und dann können wir an der Stelle auch nochmal speichern, weil da ein paar Scavenger noch sind. Machen wir hier die Yankee 3. Und legen uns mit den Scavenger, du Adam. Ja, ein Scavenger reicht. So, ich will mich nur mit einem Scavenger anlegen. Wir sind mir derzeit zu hart, zu zweit. Wie das schon klingt, Alter. Später mache ich einfach nur einen Moscher drauf und dann sind die Viecher kaputt. Und hier mache ich mal so ein, liefere ich mir so einen epischen Kampf mit so einem dappischen Riesevogel. So. Das erinnert mich an den Emu-Krieg von der Australier. Die haben in den 1930er Jahren wirklich Krieg gegen die Emus geführt, die australische Armee, und haben den Krieg ja noch verloren. Ihr könnt mal gucken, bei Wikipedia gibt es so einen Artikel, Emu-War. Und dann steht dann wirklich so Kommandante von, oder Partei, Kommandante von der australischen Armee und dann bei den Emus als Kommandante niemand. Und dann Ausgang, Emus haben gewonnen. Das ist schon etwas erbärmlich. Und das kommt mir irgendwie so vor wie so ein australischer Soldat, der sich mit der epischen Emus anlegt. Okay, dann heil dir, Emu Overlord. So, dann können wir hier nochmal speichern, weil du ist dieses Xindel, was hier rumlungert. Dann soll ich mich vielleicht nochmal mit Zauber ausrüsten. Das war bei den Letscher-Bandite von Hakon gar nicht mal so verkehrt. Hier haben wir einen Feuerball zum Beispiel, den wir verwenden können. Schauen wir doch mal, was hockt denn auf ein Xindel? Halunke hockt da rum. Was hätten wir da noch für Zauber theoretisch im Angebot? Leichte Wunden, mittlere Wunden. Ich glaube, das bringt uns wenig. Gut, dann probieren wir halt Feuerball und großer Feuerball aus. Sowas Hämmer. Und? Ups. Jetzt bist du dran. Kommt jetzt wahrscheinlich, ne? Ne. Der scheint es mal nicht so toll aufzunehmen, aber ja, ich habe auch viel zu wenig Mana-Punkte für den Zauber. Ja, super geil. Hundescheiße. Das macht tierisch Spaß jetzt. Oh, hoppla. Warum fresse ich deine Wurst? Ich will doch meinen Mana-Haushalt wieder auffüllen. Erstmal Feuerkraut schmausen. Und ja, jetzt stehen wir da wieder wie kahler Arsch bei der Musterung. Ups, der schießt schon auf uns. Ich renne mal in den Hake hier. Jetzt bist du dran. Upp. Ja, renn so schnell wie du kannst. Niemals. Alter, wie viel Xindel ist denn das?
Anscheinend kann ich mit deiner Type auch sprechen. Das hast du verdient, Mistkerl. Ja, das täte ich jetzt auch sagen, wenn mich einer zweimal mit dem Feuerball bewirft. Also in dem Fall stimmt das schon, kann ich nur vollziehen, dass der sagt, hast du verdient, Mistkerl. Naja, schauen wir mal. Eventuell kann man mit den Jungs auch retten, weil die haben ja da wie für einen Zweikampf Platz gemacht. Kann ich mit euch sprechen? Ah, jetzt bist du drin. Alles klar. Dumm gelaufen. Einer kommt auch gejoggt. Aber, ich weiß ja auch nicht. Ich glaube, die sind wirklich nur mal zu hart für uns, die Jungs. Naja, die stehen jetzt da wie die Ölgötze. Eventuell kann ich irgendwas noch machen. Jetzt bist du dran. Schauen wir mal. Bin ich jetzt dran, oder kann ich einer von euch Gestalter noch so legen? Oh. Das war's für dich, Penner. Denken Sie mal drüber nach. Okay, bevor ich hier jetzt ewig Huppi-Flupf mache, gehe ich lieber weg. Die haben eindeutig bewiesen, dass ich noch nicht manns genug bin, mich mit denen Typen A zu legen. Dafür ist meine vergammelte Lederrüstung nicht stark genug und mein popliche Dolch dabei weitem nicht ausreichend. Oder mein Wolfsmesser oder was ich da trage. Gerade mal gucken, was das ist. Ja, Wolfsmesser. Geil. Geiler Scheiß, oder? Mann. Also das ist jetzt halt gerade so wirklich berauschend, was ich da treibe. Von daher sollte ich lieber nochmal fortgehen und sollte in Richtung Großbauernhof marschieren. Aber vorher gibt es erst noch einen Blauflieder. Jam, jam, jam. So, dann gehen wir hier mal weiter. Moment, habe ich hier eventuell schon was gepflückt? Ich sollte in der Wildnis immer Ausschau halten, ob man nicht irgendwo Kronstöckel findet. Ah, oder Snapperkraut. Und ein Feldknöterich. Perfekt. Snapperkraut ist insofern wichtig, weil das Geschwindigkeitstränke macht. Ich weiß nicht, ob wir später im Verlauf von Gothic 2 noch irgendwelche Hansel finden, die Tränke für uns brauen. Aber wenn, ist es nie verkehrt, die entsprechende Komponente parat zu haben. Sprich, wenn man Kronstöckel parat hat und Drachenwurzel, kann man einen Stärketrank machen. Wenn man Kronstöckel und Goblinbeere dabei hat, kann man Geschicklichkeitstrank brauen, etc. pp. Deswegen ist das definitiv nicht verkehrt, sich die Zutaten zu holen. Sudele. Da gucken wir uns ein bisschen in der Wildnis nochmal so um und gucken, ob wir uns mit irgendwelche anderen Gammler anlegen können, die in etwa unser Niveau haben, sofern wir bei unserem Charakter hier noch von Niveau sprechen können. Das ist ja derzeit wirklich dieser klassische, epische Abenteurer, der mit dem schweren Ast in Fetze auf Krabbe von 15 cm Umfang einprügelt. Also derzeit haben wir nicht wirklich viel parat, zumal ich viel in Schnickschnack geskillt habe, muss ich dazu sagen. Es geht wahrscheinlich wesentlich effizienter, wenn man viel in Stärke investiert am Anfang und den Schnickschnack später skillt. Ich bin aber so ein absoluter detailverliebter Typ und skill am Anfang lieber in Schnickschnack, bin ich ganz ehrlich, weil dann brauche ich es später nicht und kann mich dann aufs Wesentliche konzentrieren. Wobei es natürlich absoluter Quatsch ist, wie ich das mache, weil je eher man ins Wesentliche investiert, desto eher kann man dann die hart verdiente spätere Lernpunkte in Schnickschnack investieren, den man nicht so sehr braucht. So. Zum Leck-Kloster will ich noch nicht. Denn dass es da wieder ruckelt wie Zau, obwohl ich die Grafik mittlerweile so runtergeschraubt habe, dass es eigentlich nicht mehr so lecker sollte. So, dann gehen wir mal zur Tote Hab hier. In diese illustre Kneipe hier rein. Machen hier nochmal die Yankee 2. Und gucken mal, was es hier für Leute so gibt. Wir haben so ein paar Knechte von der umliegenden Felder vom Großbauer. Ein Ruka. Hallo Ruka. Ist das Bier gut hier? Es ist nicht gerade das Beste, aber in diesen grauen Tagen darf man nicht wählerisch sein. Jo, Allah. Was schaffst du dann? Was machst du hier? Bis vor ein paar Wochen habe ich noch auf den Feldern des Großbauern geschuftet. Irgendwann ist es mir einfach zu bunt geworden. Und ich habe mich kurzerhand aus dem Staub gemacht. So. Jetzt bin ich mein eigener Herr. Alles, was ich besitze, ist in dieser Truhe hier. Und mehr brauche ich auch nicht. Interessiert an einem kleinen Wettkampf? Ja, verzeihen wir. Was für ein Wettkampf soll das sein? Ich nenne es, leere den Krug in einem Zug. Die Regeln sind ganz einfach. Wir bestellen beim Wirt abwechselnd jeder einen Krug mit dem besten Bier, das der alte Zausel zu bieten hat. Okay. Jeder Krug ist bis auf den Boden leer zu trinken, sodass er nicht einmal mehr einen Ring hinterlässt, wenn man ihn umgekehrt auf den Tisch stellt. Okay. Derjenige, der als letzter noch steht, hat gewonnen. Der Verlierer zahlt Zeche und Einsatz. Okay. Wie wär's? Ein anderes Mal vielleicht, wenn ich mehr Zeit habe.
Leere den Krug in einen Zug ist tatsächlich hier mit dabei. In der Taverne wird gewettet. Alles klar. Ist doch ja. Kann ich auch auf jemand anderen setzen? Sicherlich. Wenn du es schaffst, dass endlich mal jemand den Mut hat, gegen mich anzutreten, dann würde ich mit dir wetten. Okay. Jeder zahlt den gleichen Betrag in einen Topf. Wer gewinnt, bekommt alles. Wie hoch dein Einsatz ist, das hängt von deinem Geldbeutel ab. Bring mir jemanden, der es wagt, gegen mich anzutreten. Okay. Und du hast deine Wette. Siehst, wir müssen die übelste Suffkopf im ganz Korinis auftreiben für den Typ. Ruka nennt sein kleines Spielchen Leere den Krug in einem Zug. Kein Interesse. Ich werde ihm jemand anders suchen, den er verarschen kann. Also müssen wir die größte Suffkopf in the Hood finden für den Typ. So, dann wird erstmal hier nochmal das Stückel Keilerfleisch gebroten. Und das Stückel Scavengerfleisch. Dann ist wieder Ruhe. Und ich muss kein Salmonellefleisch mit mir rumschleppen. Und dann können wir doch weitergehen. Zum Kloster, nach Korinis. Zum Großbauer. Genau, do will ich hier. Ist da hinten nicht noch ein Goblin oder so? Habe ich das noch richtig im Kopf? Nee, aber Skelett liegt da. Und finden wir bei dem irgendwas? Natürlich nicht. Da geht's doch irgendwo hier. Da geht's wo hier? Zur Gefängniskolonie. Allerhaupt, da müssen wir noch nicht hier. Das kommt noch früh genug. Wir gehen jetzt erstmal Richtung Ona, Großbauer. Wir wollen uns immer bei unserer alten Kumpels da umgucken, die sich dort anscheinend um League schart haben und sich hier ein bisschen gemütlich gemacht haben. Außerdem gibt es auf den Feldern vom Bauer durchaus noch ein paar Sachen zu holen, die wir gerade am Anfang relativ gut gebrauchen können. Ich glaube, mich zu erinnern, dass in seiner Feldräuberhöhle ein Geschicklichkeitstrank steckt, den wir ganz gut gebrauchen können. So, dann machen wir hier nochmal die Yankee 2 und locken mal das Wölfchen hier an. Oh scheiße, die kommen zu zweit. Aber ich glaube, mit Wölfe können wir uns derzeit noch anlegen. Das sollte nicht so das Riesenproblem sein. Ja, der andere Wolf kommt erst gar nicht dazu. Ist in Ordnung. Hey. Okay. Sehr schön. Den haben wir so platt gekriegt. Das gibt dann Fleisch und Fell. Ja. Er kann schon so edli Wolfskeule ablehnen, ne? Blach. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich bei Wölfe unbedingt das Fleisch entfernen würde. Ich glaube, da wären Kralle und Zähne eher so die Beutestücke und das Fell vor allem, was ich beim Wolf abziehe würde. Aber nicht mir noch ein Stückel Wolfsländer abschneide. Blachs. Ja, da geht's doch zu einer Höhlerei. Da sind außerdem noch Goblinbären. Was haben wir hier noch? Blutfliegen. Okay, das sind schon etwas härtere Biester. Von daher erstmal ein bisschen mit Fleisch auf Pimper und der Yankee 2 folgt. Und dann holen wir uns mal die Biester einzeln raus. Ja, komm her. Zwei Viecher haben schon Witterung aufgenommen. Und eins kommt auch gekackt. Zwei kommen auch Schisse. Alle hopp. Oh, 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 oh. So, komm her, du. Aber ich glaube, das könnte noch gut enden für uns. So schlecht sind wir jetzt nicht, dass die uns mit zwei Stiche platt machen oder so. Und ja, das sollten wir eigentlich überleben können. Gut. Sehr schön. Nicht also mit zwei von den Biester können wir es tatsächlich aufnehmen. Aber da hinten dran sitzt noch ein Lurker, sehe ich gerade. Die dürften viel zu hart für uns sein. In Memoriam an Gothic 1, wo wir bei dem Dammlurker am Anfang ewig und drei Tage gebraucht haben, um das Vieh zu legen, weil der nur auf Crits reagiert hat. Falls ihr euch noch erinnert und mein Gothic 1 Let's Play gesehen habt. So, deswegen holen wir erstmal die gammliche Blutfliege hierher. Die haben sie glücklicherweise vom Stärkeniveau etwas angepasst. Aber gegen die Lurker kämpfe ich definitiv noch nicht. So dumm bin ich nicht, dass ich mich hier frech mit Lurker anlege zu meinem jetzigen Zeitpunkt. So, den haben wir sogar ohne irgendein Problem gelegt. Dann komm mal her. Ja, ich höre die Lurker schon im Hintergrund, du fröhlich, was ich hier gackern. So, komm her, du Blutflieger. Mistvieh.
Da haben wir leider noch nicht gelernt, wie man Flügel und Stachel rausrupfen. Stachel sollte man definitiv lernen. Oh, 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 die Lurker werden schon aufmerksam auf mich. Das ist nicht so gut. So. Weil Blutfliege Stachel bringen, glaube ich, noch einen Mana-Bonus, wenn man die sich neikalt. So. Dann können wir uns nochmal in der Höhle umgucken. Das wird wahrscheinlich auch mal letzte Amtstat für heute sein. So, Yankee 2. Und dann gucken wir mal, was es hier drin so Schönes gibt. Oh, Quaigwalks hocken hier. Ich sehe dich schon. So, kleiner Goblin. Komm her, du Frechdachs. So, du auch noch. Komm schon her. So, komm her, komm her. Glücklicherweise sind Goblins hier nicht mehr allzu stark wie in Gothic 1. Ah, der hat zwei schwere Äste bei sich gehabt. Das war wohl der Waffenmeister. Genauso wie der hier. Ja, die starke Wache immer ans Tor. So, erstmal ein bisschen mit Fleisch auf Pimpe. Und da gucken wir mal, was hier noch in der tiefe Höhle lauert. Aber ich glaube, hier haben wir wirklich nur mit Goblins zu rechnen. Die kriegt man Glück. Oh, die hätten schwarze Goblin dabei. Der dürfte etwas zu hart sein für uns. Also ich glaube, der schwarze Goblin ist zurzeit etwas zu heftig für uns. Oder? Bist du zu heftig für uns, schwarzer Goblin? Oh nee, tatsächlich noch nicht. So. Okay, ich hätte echt gedacht, der schwarze Goblin wäre zurzeit etwas zu übel. Aber es ist wohl eher die dauerhafte Prügel von zig anderen Goblins, die mich hier erwartet, was mir hier zu schaffen macht. Ey, 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 ey. Lass mich in Friede, ihr Wadebeißer. So. Gehen wir kurz raus. Ja, sollen die ruhig vor sich hier krummeln. So, dann schnapp ich mir so einen Trank. Petz mal hier noch so in der Reihe und pimpt mich nochmal mit Fleisch. Und dann kann ich wieder zurückkehren. So. So stark wie, wie gedacht sind diese Goblins jetzt nicht grad. Ah, die haben noch einen schwarzen Goblin bei sich. Oh, das war der Halunke, der mir hier so ein bisschen was abgezogen hat. So. Und komm schon. So wird es gemacht. Na, Alla. Nicht so. Das war der andere Goblin. Der hat schwere Ast noch bei sich. Der hat einen Fisch noch zusätzlich dabei. Und der hat nur einen schweren Ast dabei. Alla hopp. So, was habt denn ihr Jungs noch so bei euch? Oh, die Kadaver sind schon verschwunden auf mysteriöse Weise. Oder hier war doch noch irgendwas, oder? Die Wand war doch... Ja, genau, schwarzer Goblin. Der hat aber... Ja, der hat einen Mystery... Unsichtbarkeitskadaver, wie es aussieht. Komm her. Kleine Ratte. So. Vor lauter Zorn mit zwei Schlägen totgeprügelt. Leider Handy Kna... Ah, doch, da geht's noch weiter. Okay, sehr schön. Ich hab's satt, die ganze Zeit nur Fleisch zu fressen, um mich hier gesundheitlich aufzumotzen. So, dann machen wir hier nochmal die Yankee 2. Und mal letzte die Amtshandlung von heute wird sein, mit dem Nebenraum von der Höhle nochmal anzugucken. Ah, hier könnte ich graben. Womit denn? Ja, mir fehlt leider ein Spitzhacker. Sollte ich mir organisieren, dann kann ich nämlich hier graben, bei solche Schatzorte. Spruchrolle habe ich auch noch gefunden. Es war ein Feuerball. So, dann würde ich sagen, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle hier meinen Cut und mache nochmal einen Speicherpunkt. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Euer Yankee.